Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Heute möchten wir mal mit einem Blick in eure Kommentare beginnen, denn davon habe ich in den letzten Tagen reichlich erhalten. Viele schöne Anregungen, um das Eisbärengehege noch ein Ticken schöner zu machen. Und danach, wie versprochen, geht es um die neuen Gehege, das Flusspferd, der Ganges-Vival, das Leistenkrokodil und das Zwergflusspferd wollen in das wohl schönste aller Aquabiome einziehen und das wollen wir den Tierchen nicht vermiesen. So. Geht's erstmal los hier mit einem kleinen Fail aus der letzten Folge. Mangroven, oh ne, das war die vorletzte schon, glaube ich, gehören hier nicht hin. Da seid ihr euch alle einig. Freya, Chili, Lucky, Gabi. Das sind tropische Pflanzen und deswegen sagen wir Tschüss. Und gucken mal, was stattdessen geht. Das wird wie immer ignoriert. Und ich setze nochmal die Filter. Biom war aquatisch und Tundra. Kontinent war europäisch und nordamerikanisch. Und da sind sie wieder, die Mangroven. Ich habe aber auch nichts anderes Baumartiges. Vielleicht noch hier diesen Weidenbusch. Probieren wir es damit. Der passt nämlich hier einigermaßen. Setzen wir einen dahin. Ach, einen hier hin. Nee, ist mir zu klein. Einen setze ich dahin. Das lassen wir dann so und... Ja, da kommt noch ein kleiner hin, oder? So ein mittlerer. Und dann könnten wir natürlich auch daher gehen und noch ein paar Flechten setzen. Ein Meter, das ist genau richtig. Einmal hier. Ein bisschen drehen und nochmal dahin. Hier können wir mal zwei Stück setzen. Zu der Weide kommt natürlich noch was hinzu. So. Hier ist ein bisschen nackig. Und da geht noch was. Ja, perfekt, oder? Jetzt sieht das Ganze viel authentischer aus. Und ich denke mal, jetzt ist es soweit gut. Nächstes Thema hier. Diese Barriere mit dem kleinen Fluchtbereich hier. Machen wir das nochmal zu. Hier oben in der Ecke, ne? Löst zwar keinen Fluchtalarm aus, ist aber einfach unbefriedigend. Gebe ich Gabi vollkommen recht. Und deswegen gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie ein bisschen wegkriegen. Können wir bestimmt noch was machen. So, und dann schauen wir mal. Ne, immer noch. Aber wie gesagt, da kein Fluchtalarm kommt, lasse ich es jetzt einfach. Hört jetzt nicht so unbedingt. Okay. Bleiben wir hier außen. Fällt mir noch ein, dass eine Frage von Gabi da war, warum ich die Brücke hier mache und nicht unter den Gleisen durch. Dann würden natürlich viele der Stützen wegfallen. Mindestens mal zwei hier. Das wird ein bisschen komisch aussehen, weil der Winkel auch nicht sehr spitz ist. Ich würde das natürlich unter einem Gleis durchbauen lassen, wenn ich hier so eine, wirklich eine Kreuzung habe. Aber ich glaube, hier an der Stelle gefällt es mir einfach so besser. Dann, ach naja, können wir gerade weiter über die Gleise reden. War noch die Frage, ob ich nicht die Stützen hier wegmachen will und selbst welche designe. Die kann ich dann natürlich in größeren Abständen machen. Gucken wir uns das einmal an. Dafür muss ich aber die Bahn außer Betrieb nehmen. Geh mal in den Schienenbearbeitungsmodus. Bin jetzt hier vorne. Super, da will ich aber nicht hin. Will mal dieses Gleisstück auswählen. Und könnte jetzt hier die Stützen wegmachen. Das sieht natürlich, ich sag mal, bei so einem langen Stück komplett ohne Stützen bescheiden aus. Ich müsste also in der Tat selbst Stützen designen. Könnte aber natürlich auch dahergehen und sagen, ich mache kurzes Schienenstück, halbe Länge hier, so. Dann ein ganz kurzes mit einer Stütze und dann wieder ein längeres. Dann hätte ich natürlich einen größeren Abstand. Mir fehlt komplett die Lust, das jetzt hier für die gesamte Einschienenbahn zu ändern. Und ich habe auch keine Lust, komplett hier alles mit eigenen Stützen zu unterbauen.
Denn eigentlich finde ich die hier gar nicht so hässlich. Deswegen bleibt es mal, wie es ist. Und wir nehmen das Ding wieder in Betrieb. So, und jetzt kommen wir zu dem großen Thema Licht und Beleuchtung. Da fällt mir zuerst die Frage von Chili Foxy ein. Chili hat gefragt, ob ich nicht anstatt diesem Weiß ein bisschen gelberes Licht nehmen könnte. Wir gucken mal hier. Wenig gelb nur im Vergleich zu dem Weiß hier. Aber den Unterschied sieht man gerade so. Ein bisschen mehr gelb. Noch mehr gelb und dann wird es auch schon eigentlich orange, ne? Ich weiß es jetzt nicht. Ich lasse das euch mal offen. Gelb 1, 2, 3 oder 4 bitte. Einfach mal in die Kommentare rein. Und dann kann ich das entsprechend machen. Aber würde das im Off machen, weil jetzt hier einfach alle Lampen zu ändern, das ist viel zu langweilig fürs Video. Okay. Bleiben wir beim Thema Licht und Beleuchtung. Ihr wart euch auch alle einig, ich kann nicht richtig schwätzen heute, dass hellblau hier drin die richtige Farbe ist. Super, das freut mich. Ich finde es nämlich auch die beste Farbe. Und Gabi hat gesagt, es ist so schön, wie dieses Licht hier mit den Wänden immer spielt und deswegen vielleicht noch ein paar mehr dieser Lampen setzen. Das probieren wir mal. Ich würde gerne ein bisschen den Eingang und den Ausgangsbereich beleuchten, aber nicht zu sehr. Mal gucken, wie wir das hinbekommen. Fang mal an, setz mal eine Lampe, dreh die mal ein Stückchen so hier rüber. Und das ist nämlich schon genau das, was ich nicht wollte. Hier alles ein bisschen zu hell und überbelichtet. Gucken wir mal, ob wir die ein bisschen drehen können. Oder wie wir sie drehen müssen. Dass wir das können, das steht außer Frage. Ein kleines bisschen hoch vielleicht. Und wir gucken uns das mal von oben an. Ja doch, eigentlich sogar ziemlich cool. Nur die Ecke ist mir jetzt noch zu dunkel. Schauen wir mal, ob wir noch eine Lampe hinkriegen irgendwie. So, hier rüber bitte. Könnte ein bisschen näher, oder? In der Tat so, oder? So, und ein kleines bisschen hoch. Haben wir es schon. Jetzt liegt die schon mal sehr nah, oder steht sehr nah bei diesem Schlafplatz. Den ziehen wir mal ein bisschen weg. Ja, so ist das doch viel besser. Und hier ist noch eine dunkle Ecke, da machen wir auch noch was. Fangen wir mal so an. Oha. Das müssen wir mal dringend korrigieren. Einmal so. Und auf jeden Fall auch so. Vielleicht noch so ein bisschen so. Oder doch nicht so. Mal gucken. Ja, nee, oder? Das ist doch genau gut so. Jawohl, finde ich geil. Bleibt so, den Eingang will ich nicht erleuchten. Denn ich will nicht, dass die Tiere hier geblendet werden, wenn sie reinkommen. So bleibt das jetzt. Wunderbar. Okay, gehen wir mal nach oben raus. Jetzt haben wir noch den schönen Tunnel. Da geht auch mehr. Der erste Tipp von Gabi war, diesen gefrorenen Eisweg mal zu testen.
Wo ist er? Der hier. Der würde nämlich von alleine leuchten können. So, haben wir es jetzt? Ja. Der sieht eigentlich sogar relativ edel aus, vergleichsweise zu diesem eigentlich doch recht schönen Weg, den ich davor hatte. Aber das passt hier thematisch echt gut rein. Was ist jetzt los? So. Und dann haben wir noch das Thema mit diesen Bodenlampen hier, die einfach so ein bisschen im Weg rumstehen. Und da war die Idee, die in den Boden einzulassen. Das macht gerade bei dem Boden hier noch mehr Sinn. Denn der ist ja auch so ein bisschen transparent und durchscheinend. Probieren wir das mal hier. Gucken mal, wie das Ganze wird. Also, ich kann natürlich erstmal hier links rechts verziehen. Damit können wir die Größe des Licht... ja, Kegels an der Wand irgendwie ein bisschen noch bestimmen. Hier ungefähr der Abstand ist gut. Jetzt geht's runter in den Boden. Ja. Und so kriegen wir eine richtig geile indirekte Beleuchtung hin. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist der Grund, warum ich dieses Spiel gern auf diese Art und Weise mit euch zusammen zocke. Denn eure Ideen und eure Kreativität macht das Ganze hier einfach noch schöner. Vielen Dank dafür, dass ihr da so aktiv mitmacht. Das ist echt, echt schön. Macht mir riesig Spaß. So, weiter geht's. Das ziehen wir jetzt einfach mal durch, würde ich sagen. So, ab nach unten. Oh, und jetzt können wir doch mal gucken. Passt mal auf. Genau. Die Blumenkästen so ein bisschen in ein anderes Licht rücken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht noch einen in die Mitte. Indirekt beleuchten. Jawohl. Das ist doch geil. Das machen wir jetzt mit allen. Hier. Da. Und in die Mitte. Yes, okay. Das ist echt schön. Hier fehlt eine Eisbär. Das sollten noch zwei sein, oder? Hab ich mal wieder nur gedreht und nicht bestätigt. Wäre ja ein Klassiker. So. Und jetzt kommt eine Unterbodenbeleuchtung dazu, so wie bei dem hier. Dann ist das doch richtig geil, oder? Ja, fett. Super geil. Oh, Gabi, vielen Dank dafür. Eine tolle Idee, eine richtig tolle Idee. Ups, einmal hier hin. Einmal an die Ecke hier. Und jetzt scheint da noch irgendwie eine Lampe drunter zu hängen. In der Tat. Die kommt dann hier in die Mitte. Und da noch mehr Blumenkästen. Jawohl, ja. Ich bin gerade total happy, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier unter die Spendendose noch, damit es jeder sieht. Ah, da haben wir noch eine. Genau. Haben wir alles? Ui, jetzt hat's mal geruckelt. Ist fast schöner, ne, wenn die nur so indirekt beleuchtet wird. So.
Okay, haben wir noch irgendwo dunkle Ecken? Natürlich Quatsch, dass das hier auch durch diesen Boden durchschimmert. Da müssen wir auch gleich nochmal ran. Hier ist mir noch ein bisschen zu dunkel. Hier auch. Jetzt machen wir noch was Geiles hier. Last but not least, dieser Schriftzug. Passt mal auf. Jetzt auch eine indirekte Beleuchtung hier. Ein bisschen näher an die Wand, damit es nicht zu hell ist. Einmal so. Das machen wir alle zwei Buchstaben. Einmal so. Einmal hier. Und einmal da. Oh, das macht glücklich. Das ist ja total cool. Also, immer nur her mit euren tollen Ideen. Ihr seht, ich setze sie wirklich gerne um. Ich bin so zufrieden. So schön. Und jetzt ist noch die Frage, ob die Leute, die durch diesen Tunnel laufen, überhaupt Eisbären sehen können. Ob die in der Lage sind, nach oben zu gucken. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe aber jetzt auch keine Leute hier, die ich gerade fragen könnte. Jetzt will gerade keiner in den Tunnel kommen. Ich sag's mal ganz ehrlich, am Ende des Tages ist es mir egal. Ich wollte den Tunnel haben, weil es geht, so einen Tunnel zu bauen. Und wenn die Leute jetzt da nichts sehen, ist mir das, glaube ich, an der Stelle wirklich mal egal. So. Ich meine, wir werden es ja sehen, wenn sie irgendwann motzen, dass sie keine Eisbären sehen. Und dann müssen wir es mal beobachten. Aber ich werde es auch deswegen nicht ändern. Okay. So. Ich guck noch mal in meine Liste hier. Ich glaube, in der Tat habe ich so die wichtigsten Punkte. Oh, eins noch. Bei mir geht ja die Kohle hier kontinuierlich bergab. Ich war ja schon mal Millionär. Und da kam der Hinweis noch von Gabi. Ich könne ja mal bei den Eisbären gucken, was die Fütterung kostet. Und ach du Schreck. So, der Tierpfleger kommt einmal im Monat und füttert nach Bedarf, wenn nichts mehr da ist. Im schlimmsten Fall könnten also pro Monat diese Kosten auflaufen. Die Futterkosten an sich, gucken wir jetzt mal, hier oben, hier waren wir doch richtig. Was haben wir denn? Letztes Jahr 48.000 Dollar und im Mittel 39. Oh ja, also da ist schon ein gewisser Anteil von den Eisbären hinzugekommen, aber das ist nicht das, was mich alleine pleite macht. Ich meine, gut, in diesem Jahr machen wir Gewinn. Ich habe, glaube ich, immer auch recht hohe andere Ausgaben. Zooticket-Rückerstattungen sind keine. Wo haben wir denn hier was Großes? Stromkosten, ja, gut. Die sind auch ein guter Batzen. Aber an sich, naja. In welcher Schraube ich drehen kann, ist mir noch nicht ganz klar, aber wir müssen auf jeden Fall auf die Einnahmenseite mal gucken. Da geht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr und dann wird es auch wieder besser. Deswegen geht es einmal hoch in die Tundra. Und, wo ist er? Der Besuchereingang. Da können wir nochmal an der Kostenschraube ein bisschen drehen. 42, da gehen wir mal ganz locker auf irgendwas schön durch zwei Teilbares. 54 und 27. Und behalten mal im Auge, ob Leute hier deswegen nicht mehr reinkommen wollen. So, und dann sollte auch mal ein bisschen Geld wieder in die Kasse gespült werden. Okay. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Themen durch. Es sind jetzt doch 20 Minuten geworden. Ich hätte es nicht gedacht. Aber das ist auch nicht schlimm. Kommen wir mal zu den neuen Gehegen. Oh je. Also, ich habe mal Gehegegrößen durchgerechnet. Und für Ganges wie Wal, Leistenkrokodil und Zwergflusspferd ist es harmlos. Da kommen wir mit 1000 Quadratmeter hin. Insgesamt für maximale Gruppengröße. Und jetzt kommt das Aber. Wo ist es, das Aber? Hier.
Fürs erste Tier 1004 Quadratmeter Land und genauso viel Wasser. Und wenn man jetzt mal durchrechnet mit dem Kalkulator, wird man direkt sehen, dass jedes weitere Tier 502 zusätzliche Quadratmeter Land und Wasser haben will. Und jetzt kommt das noch oben drauf. Wenn wir also eine maximale Gruppengröße von 30 anstreben, bedeutet das, dass wir 15.000 Quadratmeter Land und genauso viel Wasser brauchen. Und damit wäre das Gehege gut doppelt so groß wie das Eisbärengehege. Ich will auf gar keinen Fall, dass das passiert. Wenn wir jetzt mal sagen, es soll maximal 10.000 Quadratmeter groß werden, dann wären das 5.000 Wasser und 5.000 Land. Das erste Tier braucht 1.000, dann bleiben noch 4.000 übrig. Geteilt durch 500 sind ungefähr 8, also insgesamt 9 Tiere, könnte ich auf 10.000 Quadratmeter halten. Es sind nur Flusspferde. Ich weiß nicht, ob das die Leute so begeistert, wenn wir davon 30 haben. Deswegen würde ich mal anstreben, vielleicht irgendwie mit maximal 10.000 Quadratmeter oder besser weniger hinzukommen. Und da wollen wir uns heute mal Gedanken machen, wie wir das aufbauen können. Ich habe noch das Thema nebenbei mit diesem zweiten Zugang zum Aquabiom. Ich habe ja immer gesagt, das machen wir hier vorne von der Tundra aus. Ist aber eigentlich gar nicht so sinnvoll. Mir würde es fast besser gefallen, wenn wir eigentlich einen Zugang hätten von der Wüste zum Aqua. Denn die Leute hier in der Wüste müssten auch hier rumlaufen, hier hinten lang, bis sie von hier wieder runtergehen können. Können sie auch gleich nach da hinten. Insofern, von der Wüste hätten wir bisher noch keine Zugangsmöglichkeit und das würde eigentlich mehr Sinn machen. Und so fangen wir mal an. Es dürfte ein bisschen heller werden, bitte. Nehmen wir mal diesen Wüstenweg. Geh mal auf 4 Meter runter. Und guck mal, ob ich den hier irgendwo dran bekomme. Aktuell nicht. Doch, da gibt es eine Position. Winkelausrichtung kommt weg. Den Weg machen wir nochmal ein bisschen schöner irgendwann. So, und jetzt gehe ich mal volle Pulle mit diesem Weg hier, mit dem rustikalen weiter, auf 5 Meter Länge. Und nähere mich mal so in diesem Wasserbereich hier an. So, und ich will ein bisschen eine mitlaufende Kamera haben. Machen wir einmal so und gehen einmal ran. Und wahrscheinlich kommen gleich die Leute aus der Wüste und laufen los. Ja, da haben wir schon den ersten. Wunderbar. Das heißt, hier hätten wir die erste Begrenzung für das Flusspferdgehege, das ich im Übrigen, wenn ich es noch nicht gesagt habe, hierhin machen möchte. Die Wasserfläche ist ein bisschen groß, an der müssen wir noch arbeiten. Umso besser, dass ich sie hinten von dieser hier entkoppelt habe. Und jetzt machen wir erstmal diesen Hang. Soll ja alles ein bisschen schöner sein hier. Ich gucke einfach mal, wie wir da so hinkommen. Mit 20 ist das ein bisschen arg. Oh nee. Nee, oder? Oh Gott. Oh nee. Können wir dich noch? Ja, dich können wir noch. Vielleicht freilassen, das wäre natürlich toll. Dann stirbst du in der freien Wildbahn. Ja, geht noch. Check. Zoe, mach's gut, es war schön mit dir. Da, wo du jetzt sterben wirst, ist es auch schön. Ja, vielleicht jetzt nicht unter deinen Artgenossen, das war vielleicht nicht ganz nett, aber wirst du alleine sterben? Naja. Aber du wirst schön sterben. So. Wir machen mal hier weiter. Und häufen jetzt mal hier so ein bisschen Material an. Ich glaube, der ist viel zu lang. Das müssen wir doch ein bisschen grober machen. Bin ich ja viel zu ungeduldig für. So. Licht ist auch nicht schlecht, ja. Ja.
hier müssen wir natürlich auch irgendwie den Tunnel noch ein bisschen verlängern. Aber was heißt müssen? Wir müssen nicht, aber ich werde. Naja, ne? Nicht schön, aber selten. Mit der 20 ist nicht gut hier. So wird das schon mal besser. So. Hier ist noch ein bisschen wenig. So. Jetzt könnten wir eigentlich daher gehen. Hier unten rum mal ein bisschen was wegglätten. Und in der Tat hier mal ein bisschen eine längere Wand ziehen, die relativ steil ist. Und dann hier so ein bisschen wieder ins Flachere übergehen lassen. Hier unten machen wir es ein bisschen schöner. Hier ist auch noch nicht so richtig hübsch. Jetzt ist 7 wieder ein bisschen wenig. So. Nur mal ein bisschen leicht glätten. Heute lassen wir es mal ein bisschen rauer stehen. Hier oben am Rand machen wir es einmal schön. Hier haben wir noch ein Problem. Mal auf, da machen wir mal so ein bisschen einen Einschnitt hier rein, damit es hier nicht zu hoch steht. Okay. So, das müssen wir noch lösen hier mit der Solaranlage. Die kommt mal weg. Der Weg kommt auch weg. Jetzt füllen wir noch mal ein bisschen auf. Dann ziehen wir die Anlage wieder rüber. Okay. So. Hier machen wir es noch ein bisschen steiler. Hier nehmen wir von vorne noch ein bisschen Material weg. Das machen wir noch ein bisschen schöner hier unten. So.
eigentlich ein ganz netter Berg geworden, oder? Tunnel ist soweit auch okay. Hier ist mir die Kante noch ein bisschen zu hart. Wunderbar, wir lassen das so. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen hübsch machen. Kann hier unten noch was hin? So ein kleines bisschen. Ne, da geht auch schon nichts mehr. Lassen wir es so. Also, ein bisschen hübsch. Wir haben ja hier den Übergang von dem Eis zu diesem mittlerweile etwas hier tropischen Teil. Fangen wir hier drüben an. Da ist mir zu viel Schnee, der runtergeht. Wir ziehen jetzt einfach mal noch ein bisschen Materialien hier drüber. So, 30-40% ist gut. Der Schnee soll weiter nach oben. Der soll weiter oben aufhören. Und da darf natürlich ein bisschen hier von dem Grün schon rein. Da darf ein bisschen Fels durchschauen. So. Und wir ziehen auch mal hier so ein bisschen Material noch rüber. Elefantengehege wird ja auch noch ein bisschen vergrößert. Was ich jetzt gerne hätte, ist einfach so ein Pinsel, mit dem man verwischen kann. So. Das schon besser, ne? Okay. Hier an solche steilen Passagen kommt ein bisschen Fels einfach dran. Obendrauf kommt ein bisschen Grün. Hinten kommt noch ein kleines bisschen Schnee. Ja, so entlang des Randes hier. So, da fehlen jetzt in der Tat auch noch ein paar Klimageräte. Ach, dann lass uns hier an der Stelle. Dann machen wir hier einfach nur ein bisschen Fels hin. Aber hier soll noch ein bisschen mehr Schnee hin. Dann brauchen wir in der Tat aber zwei Klimageräte. Hier und da. Es wird schon wieder Abend, oder? Ja. Machen wir weiter. Zur Not knipse ich gleich nochmal das Licht an. So eine klassische Stelle für Fels hier. So eine steile Wand. Aber eine Mischung aus beiden Felstypen, ja. Hier auf jeden Fall auch. Der Tunnel insgesamt so ein bisschen felsiger. So. Hier können wir nochmal ein bisschen Übergang machen zwischen Sand und Fels und vielleicht ein bisschen Gras. Gras mehr oben, Sand und Fels mehr hier unten. So. Okay, jetzt hier oben gibt es eine Mischung aus Gras, auch ein bisschen Sand. Aber hauptsächlich eigentlich langes Gras. Jetzt wird es echt zu dunkel.
machen wir nochmal so. Und hier unten wird es auch alles geben, ein bisschen. Kommt ein bisschen Erde mit rein, würde ich sagen. So, Hauptsache es sieht alles ein bisschen natürlicher aus und nicht so geleckt. Was ist jetzt los? Macht da nichts mehr? Macht da nichts mehr? Ist nämlich schon alles langes Gras. So. Okay. Ein bisschen besseres Licht. Ja. Ich denke, das ist soweit doch schon mal ganz in Ordnung. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Hier unten will ich keinen Schnee mehr haben. Gelände. Natürlich Gelände. Genau, und hier auch kein Schnee mehr auf der Seite. Okay. So, kommen wir der Sache doch ein bisschen näher. Hier darf ein bisschen mehr Erde oben drauf, damit der Übergang ein bisschen schöner ist. Okay, das sieht doch ganz geil aus. Einmal noch glätten, Auswahl benutzen passt. Übernehmen meinte ich, passt. Möb. Okay, geht so, bleibt so. Kommen wir zum Gehege. Das ist der nächste Spaß in der ganzen Geschichte. Das ist mir definitiv zu viel Wasser schon, das weiß ich jetzt schon. Für die angesprochene Größe ist das zu viel. Was mich direkt anspringt ist, ich habe hier diesen Picknickplatz, der hat eine gewisse Form. Ich könnte das eigentlich genauso hier drüben dran bauen. Aber eigentlich tiefer legen. So auf Grundhöhe. Und dann, ja, mit so einer Glasfensterbarriere den Einblick ins Wasser des Beckens den Gästen geben. Und das probieren wir jetzt mal. Ich fange mal wieder an mit meinem rustikalen Weg. Den machen wir mal 8 Meter breit. So. Das langt. Und jetzt ist hier ein bisschen schief. Das kriegen wir aber auch noch irgendwie kompensiert. Müssen wir den Boden ein bisschen anheben. Reicht das? Oder machen wir mal so. Wir probieren es mal so. Oh, das wird zu viel sein. Nee, geht. Geht super gut. Volltreffer. Dann machen wir noch mal ein bisschen mehr davon. Mindestens mal so bis hier, aber eigentlich im gesamten Bereich. Zumindest in denen, wo die Gäste hinschauen können.
So. Wunderbar. Weiter geht's mit dem Weg. Eins noch nach vorne. Und jetzt machen wir diese kleine Rundung hier. So. Und das Ganze müssen wir jetzt mit einer schönen Barriere irgendwie vor dem Wasser schützen. Dann gucken wir doch mal, was wir haben. Grad 4 Widerstand wäre gut. Beton ist dabei. Grad 6. Rote Ziegel finde ich unter Wasser. Weiß ich noch nicht so. Ich meine, hier vorne habe ich sie auch verwendet. Wo hier? Da. Glaube ich, bin aber eher bei Beton jetzt zu Hause. Ich probiere es mit Beton. Fangen wir an, was haben wir denn? Fangen wir mit 10 Metern an. Und ich guck mal, ob ich hier mit gebogenen Stücken irgendwie um die Ecke komme. Achso, das erste Stück ist immer gerade. Na, sowas. Gehe ich mal hier rüber. Und dann gucken wir mal, ob das was wird. Dann komme ich nicht ganz bis zur Hälfte. Jetzt ja, aber jetzt stimmt die Kurve nicht. Das überschneidet sich jetzt. Also müssen wir kürzer gehen. 8 Meter, mal gucken. Ist auch vom Radius her nicht so richtig passend. 6 Meter. Haut gut aus. Gehen wir mal bis hier. Und dann ziehen wir den mal ein Stück zur Seite. Ach, hör doch auf. Geh doch einfach dahin. So, jetzt 6 Meter. Wir gehen wieder genauso um die Kurve wie vorne auch. So, und jetzt können wir vielleicht mit einem Stück zumachen. Yo. Wunderbar. Glasfenster kommen noch. Hört ihr auf? Unglaublich. Müssen wir nochmal ordentlicher einstellen. Upsala. Da sind wir zu Hause. Okay, also Höhe und Glas kommt noch. Jetzt will ich erstmal gucken, dass ich nach hier vorne komme. Wir müssen hier ja auch noch einen Anschluss schaffen. Und machen wir weiter mit Barrieren. Weder mit Wegen noch mit Geländenmatze. Nein, mit Barrieren. So, bitteschön. Einen Pfosten würde ich ungefähr gerne hier hinstellen. Oh, jetzt muss die mal weg hier, oder die nervt ja auch nur. 20 ist zu lang. 14 ist zu kurz. 15 kommen wir ganz gut hin, oder? Oder die 16, wie schaut's aus? Ja. 16 ist gut. Und das will nicht. Interessant. Und hier will's auch nicht. Wahrscheinlich, weil die Höhe hier nicht stimmt. Gehen wir einfach mal runter und gucken mal. Boah, so 7 Meter. Wir können es ja immer noch anpassen danach. Ah, hier kreuzt sich natürlich auch noch die Barriere mit der Treppe. Dann müssen wir... Upsala! Müssen wir das hier ein bisschen rausziehen. Und mal schauen, ob es jetzt geht. Vielen Dank für nichts. Okay, passt. Und hier? Passt. Okay, dann sind wir einen Schritt weiter.
zieh mal die Pfosten ein bisschen in Position. Einmal hier. Einmal da und wie hoch geht's? 7,81 Meter. Und hier auch. Na gut, der steht auch direkt mal drunter. Okay. Scheint das die Höhe hier zu sein, die gültige. Jo, das funktioniert. Hier auch. Der steht noch nicht richtig schön. Da haben wir es doch, oder? Dann machen wir hier noch ein kleines bisschen Glättung. Das ist jetzt unschön. Ach, sowas nervt mich, oder? Muss doch nett sein. Wie können wir das denn noch beheben? Passt mal auf. Wir machen das mal so. Hab ich doch eine Idee. Nee, funktioniert nicht. So. Ist mir jetzt auch alles egal. Jetzt wird geglättet und danach wird es wieder hingeschoben. Und dann ist hier Ruhe im Karton. So, bearbeiten. Ach. Ist nicht wahr? Wieso ist das jetzt auch 7,83 Meter hoch? Das macht doch auch keinen Sinn. Stopp, stopp, stopp. Einmal hier. Der passt jetzt wieder. So, und auf die anderen kommen wir eh gleich nochmal zu sprechen. Wir verbinden einmal wieder. Ein ganz schönes Gefrickel hier. Aber wir kriegen es hin. Ich gewinne den Kampf. Zwei Meter fünf, zwei Meter 1,98. Das ist ja alles schön einheitlich hier. 7,81 Meter. Aha, wir müssen also auf die gleiche Höhe hier gehen mit Relation zum Meeresspiegel. Das wären 25,90 ungefähr, wenn man es denn hier sehen würde. Also machen wir das anders. So, da sind sie alle gleich hoch. Super. Okay, Glas kommt rein. Und bei denen kommt jetzt auch überall Glas rein. Dich haben wir nicht mitbekommen. Okay, die Mitarbeiter sollen natürlich auch ein bisschen hier gucken können, wenn sie in die Pause gehen. Okay, wir müssen den Rest vom Gehege noch eintüten.
Fangen wir mal so an. Was hast du jetzt für ein Problem? Na gut. Machen wir einfach mal so weiter. 15 ist ein bisschen zu lang. Ich will es ein bisschen... 9 ist zu kurz. 12. Ja. Und nochmal runter auf 10. Okay. Nehmen wir jetzt erstmal nur diese Barriere. Das wird auch noch geändert werden. Ach, muss denn alles hier so kompliziert sein? So, ich will jetzt erstmal nur so ganz grob abstecken, wie groß das Gehege sein muss. Und dann korrigieren wir mal so ein bisschen zwischen Wasser- und Landflächen hin und her. Okay. Und um jetzt mal zu sehen, wo wir liegen, mache ich jetzt einfach mal einen Gehegeeingang hin. Erst kommt das Wasser rein. Gültig, das ist eine gute Höhe. Nee, ist ein bisschen wenig. So ist das perfekt, so ist das fein. Gehegeeingang. Und die erste Hausnummer. 3,9 plus 5,6 sind knappe 10. Gar nicht schlecht. Sieht jetzt nicht kleiner aus als das hier, aber ich will das ja nicht in Frage stellen, das Spiel lügt mich ja nicht an. So, ganz grundsätzlich kommt das Wasser erstmal wieder raus. Hier hinten werden wir die Barriere noch ein bisschen anpassen. Einmal so. Einmal so. Die beiden hier bekommen noch Glas. Die hier auch. Okay. Also viel zu viel Wasser, viel zu wenig Land. Heißt für mich, wir können hier mal eine kleine Insel reinziehen. Probieren wir das mal aus. Erstmal recht billig anfangen in der Gestaltung. So mit flachem Einstieg.
So vielleicht. Okay, vielleicht können wir auch irgendwo hier hinten noch ein bisschen eine kleine Anhöhe machen. So ein kleines Sonnenplätzchen. Noch ein bisschen Platz lassen, dass er noch vorbeilaufen kann an den Glasscheiben. Hier noch ein kleines bisschen nach hier vorne raus. Die Frage, ob sie da hochkommen. Da müssen sie schon schwimmen. Aber das können wir mal testen. So. Sie werden mir schon sagen, wenn es nicht geht. Okay, Wasser rein. So, schon besser, würde ich sagen. So, 5.100 zu 4.600. Gar nicht schlecht, oder? Wir können noch ein bisschen hier einen Steg machen, damit sie da langlaufen können. Wasser nochmal weg. Ach ja, anheben, ne? Mit anheben wird's was. Und hier ist mir auch ein bisschen zu wenig Steg am Wasser. Da nervt jetzt die Barriere, ich hab's verstanden. So. Kommt sie gerade wieder dran. Okay. Vielleicht können wir hier noch mal ein kleines bisschen auffüllen. Das sieht so ein bisschen blöd aus, die Ecke gerade. Das wird schon reichen. Nee, hier. So. Okay. Nochmal Wasser einlassen. Jo, das war jetzt zu viel. Wieso? Mit zu viel Landfläche. Habe ich nicht irgendwie nicht das Wasser richtig hoch, ne? Ah, Volltreffer, oder? So, bleiben 3.900, wenn wir die ersten 1.004 abziehen. 3.800, das heißt ungefähr 7 Tiere auf die 3.800 plus
Noch eins macht 8 Tiere, die wir hier reinkriegen. Yo. Super, dann geht noch ein bisschen was vom Land natürlich ab. Wegen Pflanzen und so einem Krimskrams. Aber Land können wir auch immer hier hinten noch mal ein bisschen holen, indem wir das Gehege größer machen. Und ich würde sagen, das ist jetzt in der Tat das, wo ich ungefähr hin will. Da kann keiner drauf. So. Also mal gucken, ob sie das annehmen. Da bin ich ja echt gespannt. Und da würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Und beim nächsten Mal exakt an dieser Stelle weiter. Ich glaube aber, das wird gar nicht schlecht. Da geht was, oder? Jo. Okay. Flusspferd, Gehege. Ist das Thema fürs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst es mich wissen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, euer Matze.